Was geht ab, Leute? Nerdlet Games hier und willkommen zurück zu Resident Evil 6. Los geht's! Jetzt müssen wir endlich Simmons finden und den in den Arsch treten. Wird aber auch so langsam Zeit. Da sind wir auch schon. Folgen Sie Derek Simmons. Sagte sie, Simmons im Kunlun Building treffen wird. Zunächst einmal müssen Sie sich einen Weg durch den Markt vor Ihnen bahnen. Na, es kann interessant werden bei all den Hühnern. In dem Spiel ist alles möglich. Vielleicht haben die Sprengsätze gefressen oder so. Explodierende Sprengsatzviech. Hühner, stirb! Wunderbar. Oh, ich höre da schon was. Oh, oh, oh. Wer atmet denn da so schwer? Böse, böse Zombies. Thank you, Fruit. Na? Das kann ich nicht entziffern. Oh, oh. Hier lang. Oh, shit. Die Viecher, die sich teilen, sind wieder da. Ärger. Großer Ärger. Die nerven nämlich extrem. Wow. Nicht, dass der gleich wieder aufsteht. Ist auch nichts drin und da kommen wir durch. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Oder auch nicht. Das heißt, wir müssen wieder so lustig klettern. Oh, super. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann, na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Das denn für widerliche Abfälle? Wow! Was zur Hölle? Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Erstmal was anderes. Das ist ein neuer Trick. Oh ja, das war echt widerlich. Fuck. Ah, friss. Sehr gut. Oh, oh. Macht er jetzt? Das klappt nicht. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Eben, wir müssen das Vieh verbrennen. Das ist eine sehr gute Idee. Oder wir rennen einfach in dem Vieh vorbei. Fürs Erste. Aber dass das aus dem Kadaver, aus dem Schweinekadaver herauskommt und dann sich da neu formiert, das ist echt krank. Manchmal hat das Spiel so echt richtig widerliche Szenen. Nicht gruselig, aber voll widerlich. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Natürlich ist da ein anderer Riegel noch. Die Tür kann auch nicht offen sein. Hier müssen wir hinter, aber wenn ich da hingehe... Kriege ich einen ordentlichen Schock. Da müssen wir rein. Da müssen wir ja schließlich die Schlüssel finden. Okay, dann sehen wir uns mal ein bisschen um. Da muss es ja schließlich irgendwo einen Weg geben. Vielleicht gehen wir mal zurück. Hier können wir schon mal rein. Ah, sieht auch alles sehr zu aus. Alles so verwinkelt. Wir müssen hier uns den Weg hier so irgendwie so finden. Da haben wir schon mal eine Kiste. Die Munition können wir gebrauchen. Nichts, nichts, nichts. Hier komme ich auch nicht rum. Hier kann man schließlich her. Ah, doch, hier. Aber hier ist auch kein Weg hier durch, vielleicht, habe ich gedacht. Nee. Okay, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Wow, 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 wow. Ganz genau die Hand gesehen. Mach du mal, du Viech. Ah, auch Kisten. Normalerweise könnte man die Kisten ja einfach umschubsen, aber nö. Hier dienen die als wunderschöne Blockaden. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Naja, der ist auf der anderen Seite. Man kann ja nie wissen. Hier sind wir noch nicht lang gegangen. Wow. Hier haben wir so einen Ofen. Moment, Moment. Ja, genau. Schlag es mal daneben. Okay, jetzt nimm's auch auf.
Oh, wir können den Ofen nicht benutzen. Ich hätte das Viech da reingeschmissen. Eiskalt. Ach, verdammt. Okay, hier dürfte ein Schlüssel sein. Steh nicht wieder auf. Sehen Sie, ein Schlüssel. Fehlen uns noch zwei. Noch so ein Viech. Okay, jetzt sind wir schon zwei Viecher hinterher. Okay, hier haben wir eine Mikrowelle. Und eine wunderbare Kiste. Wow, wow, wow. Hier können wir hoch. Ja, ja, prügel dich da mal schön weiter. Wir können... Wir können hier... Ah! Perfekt, ich kann die hier rüberschmeißen. Da muss ich nur ein bisschen Gas geben. Die kommt schon noch. Ah, fuck! Genau. Dämliche Hand. Okay. Kann sie nur um Stunden handeln, ist der Computer. Die kommt da wirklich nicht weg? Ist der Computer so überfordert? Scheint wohl so. Wie soll ich ihr denn helfen? Ich kriege die Viecher nicht tot. Woran hängt die denn da fest? Schauen wir mal nach. Da ist sie doch. Teufel. Ich kann ihr aber auch keinen Befehl geben, so dass ich sage, ey, komm mal hier hin oder so. Auch nicht wirklich möglich. Na, jetzt kommt sie. Und rüben. Okay, die soll mal Gas geben. Und ich hau erstmal ab. Schauen wir mal. Boah, die Viecher werden echt immer extremer. Okay, hier kann ich schon mal den Riegel wegmachen. Klasse. Du hast mir jetzt nur gefehlt. Ich hätte die Kiste noch mitnehmen sollen. Moment, mache auf. Los. Perfekt, die Wege sind frei. Das ist sehr gut. Können wir uns schon viel, viel weiter bewegen. Immer schön an den vorbeisliden. Okay, hier rein. Roger. Oh, die Hand. Wow. Noch so ein Viech in der Dusche. Oh, die Hand hat mein Gesicht gepackt. Ah. Hände können ganz schön gefährlich sein. Ja. So, komm jetzt an den vorbei. Voll. Oh, shit. Der hat gesessen, muss ich zugeben. Ich komme da nicht vorbei. Alles, was ich habe, sind meine einen Fernzünder-Sprengsatz. Wunderschön. Und gleich mein Erste-Hilfe-Spray. Boom. Mistviecher. Sorry, Helena. Okay, das ist Schlüssel Nummer 2. Noch ein Schlüssel. Fehlt nur noch einer. Gucken, wo wir den herbekommen. Ein Kreuz. Wow, du Viech. Okay, 30 Meter vom anderen Schlüssel entfernt. Hier, werfen wir den in den Kochtopf. Machen wir eine leckere Suppe aus denen. Wahrscheinlich hochgiftig, aber... What the fuck? Okay, wieder eine Tür offen. Hier komme ich nicht hoch. Oh, fuck. Hier, dahinter. Scheiß Strom. Komme ich da vorbei? Die Viecher sind aber ganz schön schnell dafür, dass die so rumkrabbeln. Ah, hier ist gar nichts. Null. Da muss es einen anderen Weg geben. Irgendwie übers Dach oder so. Keine Ahnung.
Helena sagt garantiert auch nichts. Können wir die Schlüssel schon verwenden? Brauchen wir nicht gleich da 5 Jahre stehen. Ich weiß ganz genau, wie ich da reinlatsche, dann kriege ich einen gesappt. Hier schon mal Erfahrung. Nehmen wir mal die Leiter. Vielleicht kommen wir da irgendwie außen rum. Ich habe den Weg schließlich da oben nicht gesehen, wo Helena rumgelaufen ist. Kann alles möglich sein. Noch so ein Viech. Ja, wir kommen im Schlüssel näher. Kiste. Oh ja, 5000 Fähigkeitspunkte nehme ich gerne mit. Hier geht's runter und da geht's 28 Meter zum Schlüssel. Ich kann's versuchen. Ach, fuck. Ich habe mich falsch orientiert. Hier ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel, genau dahinter. Ah! Den Hebel habe ich übersehen. Jetzt dürfte der Strom abgeschaltet sein. Geht auch einfach. Wow, 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 wow. Schon wieder. Greift mir erst an der Eier. Ne, erst am Bein, dann an der Eier und voll ins Gesicht. Bloß ab, du Viech. Wir verlassen. Jetzt verschwinden wir von hier. Ja, und wie wir verschwinden. Aber ohne Mist, ich würde auch Panik bekommen, wenn so eine Hand krabbeln würde, mir voll ins Gesicht fassen würde und mir das Leben aussaugt. Erinnert mich ein bisschen an Dragon Ball. Da gab es auch irgendwelche Viecher, die haben nur die Hand benutzt, um die alle auszusaugen. War das nicht sogar Freezer? Oder war das dieser Roboter C18, C17? Ich meine, die waren's. Wow, 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 wow! Kotzt mir jetzt nicht voll! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah, ich drehe schon! Muss nochmal drehen! Oh, geschafft! Ah, versaut! Greif mir das Viech nochmal! Oh, wow! Oh, das Viech steckt mich komplett da rein! Und Helena, guck nur zu! Wie geil war das denn jetzt? Ja, schön. Sehen wir auf jeden Fall schon mal die Todesanimation. Und ja, auch Teil des Spiels. Ach ja, mir fällt da gerade was ein. Kann ich das auch von hier machen? Ja. Bisschen heller machen. Ah, vielleicht so. Will's nicht zu hell machen. Oh, da kommt das Viech wieder. Ich drehe mit meiner rechten Hand, mit meiner Handfläche, nicht mit dem Daumen. So, jetzt. Hab ihn. Jetzt bist du dran. So tötet man die Viecher. Ab in den Mütter. Jawohl, wo ist denn der Smoothie? Da ist er. Oh, lecker. Nicht, dass wir's heute mit verpassen. Stückchen und Gedärm. Sieht aus wie Erdbeer. Dann wollen wir mal weiter. Okay. Ada. Folgen wir ihr. Ada. Was zur Hölle geht ja vor? Mein Gott, die Reflexe. Also sehe ich mich hier oben.